Jetzt ist ein zweiköpfiger Greif. Wollte gerade sagen. Er braucht schon Prei aus Amulette, wenn man ein Amulett von Alboin hat. Ja, ich habe drüber nachgedacht, ob ich nicht auf meine Falkenmaske legen soll, weil die ist so auffällig. Na, dann hast du einen zweiköpfigen Greif um deinen Hals baumeln. Gut. Dann würfeln wir das kurz. Es ist eine Grad 4 Liturgie, es ist also um plus 6 erschwert. Gilt der Wandstrahlerturm noch als geweihter Boden? Er wurde nicht geschändet, er ist nur eingestürzt. In dem Fall müssten wir eine minus 3 haben, sind wir mal insgesamt an einer plus 3. Ich habe keine Mitbeter. Soweit ich weiß, wurde ich nichts exkommuniziert. Entsprechend liegt auf mir kein Frifflermal und selbst wenn, wäre es immer noch egal, dass sich nicht um eine segnende Liturgie handelt. Ich habe nicht aus einer Notlage heraus, nicht unter magischem Zwang, nicht aus eigensüchtigen Motiven, nicht im kirchlichen Auftrag. Es ist nicht Freios, es ist heute kein Feiertag und ich habe in letzter Zeit auch keinen Seelenpakt geschlossen. Das war es. Wir sind also insgesamt bei einer plus 3. Was ich von dir gern wissen möchte, denn ich habe es nirgendwo gefunden und ich habe überall gesucht, würfel ich jetzt die Objektweihe und würfel dann den Effekt der goldenen Rüstung, wenn ich sie rausziehe, aus? Oder würfel ich die goldene Rüstung, wenn ich die goldene Rüstung da rausziehe? Oder nehme ich einfach die LKP-Sterne der Objektweihe? Streich dir jetzt das Karma und die Probe würfeln wir dann, wenn es drauf ankommt. Ich muss ja jetzt die Objektweihe würfeln. Ja, genau. Und die goldene Rüstung würfeln wir dann. Okay, damit kann ich leben. Wäre eine Wirkungsdauer von 7 Wochen. Ja. Das eigentlich reichen. Ich wollte gerade sagen, also ihr wisst aufgrund von euren Recherchen, nach Romulus mit Pferden braucht ihr 4 Tage. Ja. Achso, als kleiner Anhaltspunkt. Und dann werde ich einen guten Teil der Zeit damit verbringen, den Mannstrahlerturm alleine so ein bisschen in Ordnung zu bringen. Also aufräumen oder wirklich Reparaturen werden da nicht vonstatten gehen, aber halt umgekippte Schränke wieder aufstellen, vielleicht versuchen, irgendwie den Schutt aus einem Raum herauszukarren und auf die Straße zu schmeißen, so in der Richtung. Gut, okay. Frage an Abel, hast du den Hellsicht drüben? Nein, habe ich nicht. Warum nicht? Weil ich den noch nicht gelernt habe. Aber so ist auch ein guter erworben? Ja, ich habe hier nur nichts erworben bis jetzt, also. Aber jetzt hat Isarun eine These. Gut, Isarun, du willst die Thesis haben, oder? Ja, ich denke, dann nehme ich die Thesis. Gut, das heißt selber lernen. So verstreicht die Zeit von einer Woche und könnt dann wieder nach 7 Tagen in der Schmiede von Thorn Eisinger auftauchen. So, hat das mit der Hartholzrüstung noch geklappt? Achso, Entschuldigung, bei Julina Granitherz. Genau. Gib mal eine Staatskunst. Staatskunst? Ja, okay. oder Etikette. Kannst du dir aussuchen. Alles Sachen, die ich nicht kann. Etikette, Staatskunst. Ja, ich würfel Etikette, da habe ich immerhin 2. Leider nicht. Sie baut hier eine Hartholzrüstung, allerdings wird das länger dauern als diese 7 Tage. Das heißt, wenn du das nächste Mal in Garab bist, dann kann die auf dich warten. Ja, das ist in Ordnung. Ich habe es ja nicht eilig. Ah, gute Arbeit braucht eben einfach ihre Zeit. Ja, verzeiht mir, Herr Zwerg. Ich hatte nicht angenommen, dass ihr die so schnell als bald abholt. Und gerade bei euch Zwergen glaube ich ja immer, dass die Zeit immer etwas anders verrinnt. Doch, genau so ist es. Es ist ja auch nicht tragisch. Ich freue mich jedenfalls schon darauf, wenn ich hier aufschlagen werde und eine wunderbar prächtige Rüstung auf mich wartet. Nicht wahr? Ja, dann viel Erfolg bei dem, was ihr tut. Ich hatte ja gesehen, dass ihr euch gemeldet hatte für die Mission in Richtung der Warunkai. Ja, das wird schon alles werden. Wir werden diesen Drachen ordentlich in seinen knöchrigen Arsch treten. Woher kennt ihr eigentlich die Kaiserin? Ach ja, das ist eine lange Geschichte. Wir haben sie gerettet. Also, gewissermaßen hat sie da ihren Geist war etwas umnachtet. Nun, ihr kennt das ja, wie das eben so ist. Und dann haben wir sie zum Rahmen von Pudding gebracht. Und der Geist war etwas umnachtet? Wollt ihr mir mehr erzählen? Och, naja, wenn ihr mich so fragt. Nun, also wir haben sie mitten in den in der Finstermark gefunden. Und es war wohl etwas auf ihren Kopf gefallen oder so. Jedenfalls war ihr strahlender Helm sehr verbeult. Und dann dachten wir, es ist vielleicht die beste Idee, sie einfach zum Raben von Pudin zu bringen. Denn der kennt sich mit dem menschlichen Geist und den Erinnerungen schon besser aus als ein Boron-Geweihter. Und er erschien ja der Hochgeweihte des Boron-Kultes zu sein. Und dann sind wir da hingegangen und haben dafür gesorgt, dass sie jetzt wieder fit ist. Ach, das ist ja interessant. Das wusste ich ja noch gar nicht. Nun, ich
denke, aber das wird unter uns bleiben, nicht wahr? Ja, natürlich. Selbstverständlich bleibt das unter uns. Ah, sehr gut, sehr gut. Dann wünsche ich euch noch viel Erfolg bei der Fassade. Genau. Gestaltet sich natürlich etwas schwierig. Ich glaube, ich habe davon schon gehört, ne? Also ich würde euch ja einen hübschen Selakwa-Marmor empfehlen. Das also so ganz aus persönlichem Antrieb heraus. Du siehst, wie wohl ihre Miene so ein bisschen nach unten geht. Was, wirklich Selakwa? Ja, nun. Damit haben wir doch schon die Andachtshalle neu gemacht. Ah, ich finde, die Andachtshalle sieht auch fantastisch aus. Aber genau aus diesem Grund, es zeigt ja eine wunderbar in sich geschlossene und das gesamte Modell. Wo liegt denn die Kunstfertigkeit, wenn man immer die gleichen Materialien nimmt? Man hat doch schon einmal bewiesen, dass es geht. Das ist richtig, aber ihr nehmt hier den Selakwa-Marmor und appliziert darauf dann wesentlich komplexere Sachen aus noch viel feineren Materialien. Das wäre Blickfänge. Ah, praktisch eine Leinwand, auf der ihr dann Sachen so anordnet, dass sie... Ah, aber ich gerate jetzt schon wieder ins Schwärmen über Steine. Ich wollte gerade sagen, ich merke schon, dass ihr von Erz keine Ahnung habt. Was? Ja, ich bin ja eigentlich eher ein Vertreter von dem roten Gestein aus der roten Sichel, aber... Von Erz keine Ahnung, ja. Natürlich. Ja, kannst du genauso mit einer schlechten Laune dann von dann treten. Befreust dich zwar auf die Hartholz-Harnisch-Rüstung aus Holz, aber dass sie dich da gerade so auf deine Fähigkeiten im Bauwesen angesprochen hat. Ha. Gut, ich habe Baukunst 0. Ja, genau. Gut. Ihr könnt euch eure Schwerter abholen, eure Rüstung und seid quasi gewappnet, um aufzubrechen. Abelmir hat all die Tränke, die er gebraut hat, in Butter gegossen, alles aufgeladen und ihr habt Pferde sowohl für den Wagen als auch für euch selbst, auf denen ihr dann reiten könntet. Eldan Gorbas hat natürlich sorgsam seine Bilder ebenso in den Wagen geladen, damit die dann nicht kaputt gehen und ihr seid eigentlich aufbruchbereit. Ja, wir werden uns mit Sicherheit in der Zwischenzeit noch passende Kleidung für unsere Tarnung besorgt haben. Also Isarun als Alchemistin, die da rumläuft. Mhm. Handschuhe, irgendwelche Runen von, ja, irgendwelche alchemistischen Runen dann drauf, vom roten Salamander oder so. Genau, das lässt sich mit Sicherheit irgendwie da dran kommen. Irgendwie so eine Alchemistenschürze und so. Ich würde mir eine schwarze Robe besorgen und Abel mir bitten, mir mein Bart weiß zu färben. Der wird bestimmt wissen, wie das geht. Oh, ich denke, ich habe ein Hervorragungsmittel dafür. Oh. Den alten Heiltrank. Nein, gemein bin ich nicht. Doch, warum nicht? Wenn das so ein bisschen korrosiv ist, klar. Ich denke, ein einfaches Bleichmittel würde völlig ausreichen. Ich finde das richtig gut. Ich glaube, dein Bart riecht dann merkwürdig. Ja, der riecht immer so. 4 Tage seid ihr unterwegs, bis sich dann größer und größer vor euch die schwarze Sichel erhebt. Dunkel, das mächtige Gebirge, was sich hier über 350 Meilen in die freien Lande einschneidet und euch vom Dämonenkreiserreich Transysilien trennt und der Baron Kai, euer eigentlichem Ziel. Nackt und dunkel liegt der Fels dort, gerade oben im Norden, könnt ihr Schnee sehen und der Wind, der jetzt im Effart mittlerweile kalt an euch vorbeirauscht. Stetiger Regen, der euch begleitet hat. Doch mit dem Wagen und dem Karren konntet ihr einiges an Meilen gut machen. Die ein oder andere Begegnung, die ihr auf der Reichsstraße hattet, mein großer, schwerbeladener Wagenzug mit allerlei Wachen daneben, die irgendetwas transportieren, was euch tunlich nichts angeht. Eine entkleidete Leiche irgendeines Mordopfers, die am Straßengraben lag und von einer Wolke aus Fliegen umsäumt wurde, aber von dem Mörder oder von den Räubern keine Spur. Auch da konnte man wenig tun. Eine große Schafsherde, die von der einen zur anderen Seite geführt wurde, sodass ihr dann kurz stehen bleiben musstet. Also all das, was einem auf der Reichsstraße eben begegnen kann. Dann erreicht ihr vor euch Romulus. Auch hier, ähnlich wie in Gareth, gibt es viele Bauarbeiten, die dann versuchen, nach und nach wieder die Stadt nach oben zu ziehen, nachdem sie von den Lolgramutschen Angriffen verheert worden ist.
Und so reitet ihr ein. Über Katzloch könnt ihr vordringen in die Friedenstadt und das Villenviertel zum Palastberg, wenn ihr denn mögt. So schnell wieder hier. Was heißt schnell? Wir waren wie lange weg? 3, 4 Monate? Ja, sicher, schnell. Wie dem auch sei, ich denke, der Höflichkeit halber sollten wir wohl eine Audienz bei ihrer Erlaucht der Fürstin ersuchen. Oh ja, und wir sollten mit Erzi ansprechen. Den haben wir auch eine Weile nicht gesehen. Das ist richtig. Aber die Höflichkeit gebietet ist es tatsächlich, dass wir uns zuerst auf ins Schloss machen. Ja, ja, natürlich. Ja, so könnt ihr am Villenviertel vorbei in das Palastviertel gelangen und werdet dort, nachdem ihr als Helden von Romulus an den Wachen vorbeigelassen werdet, auch in den kleinen Thronsaal der Fürstin gehen, wo ihr tatsächlich an ihrer Seite auch Eila von Schattengrund findet. Das Schwert der Schwerter, beziehungsweise die Schild von Wehr und der zwölf göttlichen Lande, die euch erkennt, obwohl ihr sie noch nie getroffen hat. Ah, nickt sie euch zu und gibt euch tatsächlich dann auch die Hand, nachdem sie ihren Handschuh ausgezogen hat, und auch ihre Gunde wird sich erheben. Hat da wohl gerade nicht an ihrem Thron gesessen, sondern an einer langen Tafel und sich da unterhalten mit Eila. Vor ihr stehen dann noch angefangener Wein und einiges an zu essen, zu sehen mit einer kleinen Karte von Dapatien. Ich darf mich vorstellen, auch wenn ihr meinen Namen sicherlich kennen mögt, aber ich bin Eila Amadion von Schattengrund. Und ich kenne euch, obwohl wir uns noch nicht begegnet sind. Es ist uns eine Ehre, eure Bekanntschaft zu machen, Erhabene. Ach, eine einfache Heldin, so wie ihr es seid. Wir müssen keine Förmlichkeiten austauschen. Ihr könnt sie mustern, als eine schlanke, großgewachsene Kämpferin mit einer blonden Löwenmähne. Ihre Augen leuchten mit grünem Feuer und ein ja, stilles Lächeln, was ihre Lippen umspielt. Sie strahlt tatsächlich ziemlich große, klerikale Würde aus, so viel wie man als Menschendame, als Mensch nur ausstrahlen kann. Sie trägt einen roten Mantel mit 3 Löwinnen darauf und einem gelben Wappenschild, der wohl neben dem Tisch steht. Zudem eine glänzende Titaniumfibel, die zumindest Boltax erkennen kann und wohl auch Abelmiel als Metallurge. Oh. Ich muss da die Fibel natürlich akribisch. Wir streiten gemeinsam für die Götter, beziehungsweise für die Göttin. Was verschlägt euch nach Romulus? Aber verzeiht mir, vielleicht möchtet ihr auch gar nicht mit mir sprechen, sondern vielmehr mit der Fürstin Immergunde. Naja, mit euch beiden, denke ich. Also mit euch wollten wir sprechen, weil wir die Trompeten brauchen. Und mit der Fürstin Immergunde, weil wir nachfragen wollten, wie es so läuft und ob alles in Ordnung ist. Und naja, das ja. Übliche eben. Ja, die Fürstin lächelt dann auch, deutet dann an die lange Tafel und klatscht einmal in die Hände, sodass dann einige Diener herbeikommen. Sie gibt ihnen kurz wenige Befehle, dass dann nach kurzen Augenblicken auch Wein, Brot und Weintrauben herbeigebracht werden. Nun, dann setzt euch doch gerne zu uns. Ja, sehr gerne. Ihr braucht also die Posaunen von Perikum oder von Nebachrot. Wie kommt ihr darauf? Nun, der Plan ist es derzeit. Warte, ich werfe da mal einen Blick über den Tisch zu meinen Kameraden. Soll ich jetzt das Detail erzählen? Natürlich. Und aber der Plan ist es. Ja. Eila von Schattengrund ist Halbtorwalerin. Das heißt, deine Vorteile werden auf alle Fälle zur Hälfte angerechnet. Gut. Uns nach Warung hineinzubegeben, in die sprichwörtliche Höhle des Drachen und seinen wahren Namen zu stehlen. Ein dreister Plan. Vielleicht mehr mit Fex verbunden, aber er könnte tatsächlich von mir stehen. Und ob zur Ablenkung oder zur Flucht bewogen, wären die Trompeten ein großer Dienst, um die Mauern der Stadt einzureißen. Die Posaunen, zwinkert sie dir zu. Verzeiht, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Ein Ausfall, den wir wagen wollen, während der schwarze Drache also weiterhin in Wehrheim sitzt. Ich hörte, dass ihr mit dabei wart, als mein Vertreter vor Ort starb. Bedauerlicherweise, ja.
Seiner wird gedacht werden. Auf ewig. Solltet ihr in der kurzen gegebenen Zeit eine angemessene Streitmacht zusammenstellen können, wird sich vielleicht die Gelegenheit erbieten, Warung zu erstürmen. Meine Verbindungen in die Thulamidenlande sind doch recht gut aufgrund meiner Herkunft. Ich denke schon, dass wir den einen oder anderen für uns streiten lassen können. Zwar ist Aranien in letzter Zeit nicht gut gelitten, aber vielleicht können wir einige Streiter aus Kuntium anwerben. Schauen wir mal. Wann plant ihr, nach Warung oder in die Warunkai vorzudringen? Bis wann braucht ihr die Posaunen? Ich blicke mal in die Runde und hoffe, dass irgendjemand einen Plan hat. Ich denke, wir werden über Beilung in die Warunkai reisen. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, müsste es etwa 4 bis 7 Tage dauern, je nach Gelände. Wir müssen die Trollzacken überqueren. Man kann nie wissen, was uns dort oben erwartet. Genau. Möglicherweise auch den Golf von Perikum. Nähere Details werden sich vor Ort erfahren. Die Trollzacken sind die sichere Variante. Das haben wir alles schon durchdacht. Ich selber hege keine große Freude für die blutige See. Allerdings habe ich keinen Zweifel in mir. Immerhin habe ich die Augen von Rondras gesehen und den Atem von Mythrael hinter mir gespürt. Ich selbst kann allerdings die Bedrängnisse des Zwerges verstehen. Immerhin war ich dabei, als meine zwei Schiffe versunken sind, als das erste Mal die Galeeren des Paligan angriffen. Die Dämonenarchen. Wir werden der Reichsforst und der Eisenwald gedenken. Glücklicherweise konnten wir seitdem große Erfahrungen in der Bekämpfung dieser Ungetüme sammeln. Ich habe übrigens meinen Groll gegen euch heruntergeschluckt. Bekomme ich noch eine Entschuldigung? Zwinkert sie dir zu? Verzeiht, Euer Erhabenheit. Ob der gegebenen Umstände taten wir alle, was wir für das Beste für Rondra und die Götter hielten. Nun, und ich schrieb diesen Brief in der Erwartung, dass ich doch Rondras Willen am besten zu interpretieren vermag. Oder mein Adjutant, den ich euch abstellte, Ahmad Chada al-Bakra ibn Nasraddin. Warte, ich brauche die Vorurteile. Die Arroganz. Sein Groll, den du immer noch gegen den Tod legst. Beiße mir auf die Zunge! Nun, euer Adjutant fand die sicherlich an Ohren kamen, sein bedauerliches, wenn auch gleich heldenhaftes Ende auf der Insel rudert. Nun, ich glaube nicht, dass ein Krieger, ein Ritter der Loyen, den Tod fürchten muss. Und wenn ihr sagt, dass er einen heroischen Kampf stritt und euch mit seinem Leben verteidigen konnte, dann wird er sicherlich zur rechten oder linken Rondra sitzen. Mann gegen Mann hat er gegen einen riesigen Golem gestritten. Ich bin mir sicher, er sitzt an ihrer langen Tafel. Gut. Wie gesagt, ihr müsst mir keine Ehrungen der Kirche entgegenbringen. Ich bin eine Heldin, so wie ihr es seid, und ich habe eure Entschuldigung angenommen. Ja, das ist doch schön. Also, jetzt können wir alle gemeinsam etwas essen und trinken, nicht wahr? Ja, man schiebt ihr die Fürste noch einmal den großen Teller mit den Weintrauben zu und zwinkert ihr ebenso zu. Oh, sehr gut, sehr gut. Was kann ich also für euch tun? Den Schrein von Kor habe ich bereits errichten lassen, allerdings vermisse ich meinen großen Krieger, Rafim. Ist er nicht mehr an eurer Seite? Ist er wohl gefallen? Nein, okay. Er ist nicht gefallen. Er hat eine eigene Berufung gehört, der er nun nachgehen muss. Nun, wenn die Götter uns berufen, dann sollten wir wohl nicht an ihnen zweifeln, sondern ihren Willen durchsetzen. Das ist richtig. Euer Durchlaucht, wir bringen frohe Kunde aus Gareth. Die Kronprinzessin Rohaya ist zurückgekehrt und sie wurde zur Kaiserin gekürt. Wir überbringen Grüße von ihr. Das ist nett. Kaiserin Rohaya. Und ich glaube, das wird die nächste Zeit etwas spannend gestalten. Immerhin haben wir schon gehört, dass Kaiser Selindian von Punin aus regiert. Nun, mit dem Überleben ihrer Majestät der Kaiserin ist ein Anspruch auf den Thron null und nichtig. Und er wird sicherlich
zum Ruhme des Hauses Gar von Gareth diese Sache eingestehen müssen. Mein Bruder Okurian sitzt mittlerweile nicht mehr in Romulus selbst, sondern vielmehr in seiner Burg, auf die wir uns vor einigen Monaten zurückgezogen haben. Ihr hattet ja miterlebt, wie wir uns zurückgeschlagen haben und Romulus wieder einnahm. Aber er verfügt immer noch über die almadanischen Ritter. Bin mir also nicht ganz sicher, wie seine Loyalität sein wird, aber wir werden ihn aufs Beste beraten. Auf die Frage hinaus versicherte er mir, dass seine Loyalität dem jungen Selindi angelte. Zu diesem Zeitpunkt war er allerdings der einzige Überlebende des Hauses Gareth. Ich bin also nicht sicher, was er nun tun wird. Irmegunde wird leicht und milde nicken, lächeln. Könnt ihr mir verraten, wie die politischen Begebenheiten sich in Gareth denn gestalten? Wer verfügt über mehr Macht? Rohaya von Gareth sitzt auf dem Greifenthron und verfügt zumindest über die Loyalitäten der Panthergarde. Und solange sie den Schlüssel zur Schatzkammer gut verwahrt, auch über die der Reisenmacher. Und ich bin mir sicher, solange sie ihm nicht in sein Handwerk greifen möchte, wird auch Ugo von Mühling sich fein aus der Sache raushalten. Ich schätze, dass sie die gesamte Kaiserstadt im festen Griff hat. Ja, blutige so fest man Ugo. Die Kaiserstadt im Griff haben kann. Interessant. Könnt ihr uns zu Loyalitäten raten? Streiten denn die beiden Geschwister gegeneinander? Nicht offen. Aber der Herr Prioras sieht es natürlich vor, dass sie ihre rechtmäßigen Kaiserin das Knie beugt. Sie ist die Erbin Brinz und Emas der Reichsbegüterin. Und ihnen habt ihr euren Treueeid geschworen. Ich bin mir sicher, dass die Geschwister eine Einigung erzielen werden und anerkennen werden, dass Rohaya als Erstgeborene der Thron zusteht. Ich denke auch, mittelfristig wird das passieren. Ich blicke mich kurz um, mit wie vielen Leuten sitzen wir, also wie viele random Höflinge und sonst was hocken hier rum? Nicht viele, also sie wird kurzzeitig dann die Leute dann neben sich gehabt haben, aber wenn es jetzt tatsächlich um politische Intrigen geht und offenes Reden, sie fragt euch ja gerade ganz offiziell, also was heißt ganz offiziell, sie fragt euch gerade im Beisein von einer von Schattengrund, wen man gerade unterstützen sollte. Also da hat sie dann keine Höflinge dabei, die ihr zumindest nicht vertrauen. Also du gehst davon aus, das sind 3-4 Leute, die auf Blickreichweite sind, aber nicht auf Hörreichweite. Wenn man eurer erlaucht, einen gut gemeinten Rat angedeihen lassen darf. Ihre kaiserliche Majestät ist nicht gut, auf die zu sprechen, die eine oder andere Art von Beziehung zu Anselm von Rabenmund haben, der zurückkehrte und derzeit die Finstermark unsicher macht. Es könnte sich als politisch nachteilig erweisen, auch nur mit ihm zu verhandeln. Wir werden auch nicht mit ihm verhandeln. Jetzt siehst du, wie sich ihr mildes Lächeln auch in eine ernste Miene verwandelt hat. Meine Freundin Ayla berichtete mir bereits eben davon, beziehungsweise vor geraumer Zeit, dass er wieder da ist. Und wir werden in keine Verhandlung mit ihm eintreten, sondern ihm nur eine blutige Rabenfeder schicken. Er soll verbannt sein aus der Familie. Nun, das trifft sich gut. Ich glaube, Ähnliches hatte Rohaya ja selbst auch vor, nachdem sie seinen Boten einkerkern hat lassen. Gut, er führt nur Hinterlist im Schild und hat der Familie von Rabenmund viel Kummer bereitet. Er behauptet zwar selber, dass er mit der Vergiftung des Reichsregenten Brinn nichts zu tun hat, aber wohl wurde er überführt und er und seine Mittelsmänner verbannt. Damit ist seine Schuld vor den Göttern getan. Mit ihm werden wir also nicht in Verhandlung treten. Nun, und Selindian Hal wirkte etwas unerfreut, als er Rohaya in Pulin getroffen hatte. Unerfreut? Ja, er hat Kiaras in den Bauch geboxt. Zweifelsohne der Einfluss seiner gnädigen Frau Großmutter. Ein Stier, der in ihm wohnt. Er ist wild, heißblütig. Das wird er sicherlich von seiner Großmutter haben. Naja, sie wirkte nicht so wild und heißblütig. Also, als wir sie das letzte Mal gesehen haben. Ich meine Alara? Ja. Würde sie nicht als Stier bezeichnen. Mir würden da andere Namen einfallen. Aber nichts, was jetzt in dieser Runde zur Genüge tun würde.
Euer Durchlaucht, seine Gnaden Eldan Gorbas hat ein Geschenk für euch mitgebracht. Hat er das? Aber natürlich, natürlich, natürlich. Gebt mir eine Minute, gebt mir eine Minute. Ich muss es eben holen. Oh. Jetzt rennt er nach hinten und malt schnell das Bild neu. Also du hattest aktuell hattest du Bilder für Guido Henna zweimal. Richtig. Ne? Ja. Ich weiß auch nicht, was Iserun hier gerade will. Echt aber, nicht? Aber, oh, das kann ich jetzt ich so nicht. Dann muss das jetzt malen. Jetzt. Oh, ich hatte das so verstanden, dass eins für Guido Henna und eins für Irmegunde sein soll. Nein, das sind zwei für Guido Henna. Ah, ja, sorry, das habe ich missverstanden. Zeit für deine Probe. Hey, wir werden sie also jetzt so lange beschäftigen. Ich werde da nichts Neues malen. Die kriegt jetzt das Bild, das für die andere gedacht war. Ich kann mir die Blöße ja nicht geben. Okay, die Sonnenstadt oder warte, die Krönung. Warte, du willst das Bild, das für die First Illuminator gedacht war? Welches? Herrscherin abgeben? Welches von den beiden? So? Ich gebe natürlich ihr die Zeichen um der Krönung ab und nicht die der Prios Tempel. 21 Sternchen? Ja. Würde es natürlich mir auf dem Weg einen oder anderen Bediensteten besorgen. Ihr da, folgt mir, ich habe etwas Wichtiges zu tragen. Habt ihr saubere Hände? Naja, es wird reichen müssen. Folgt mir. Dann würde ich meine eigene Staffelei hereintragen. Stell das auf. Soll ich es enthüllen? Ja, sehr gerne. Ach, es wäre mir eine Freude. Ja, er würde es zur Seite ziehen. Ihr seht, in ihrer Herrlichkeit, Kaiserin des Mittelreichs. Ja, die beiden Frauen schlagen erstmal ihre Hände vor den Mund und könnt aber sehen, wie da wohl so ein bisschen der Mund aufklappt. Die Fürstin im Grunde fängt auch so ein bisschen an zu weinen. Es ist ein schönes Werk geworden, wenn ich mich mal selber loben darf an dieser Stelle. Aber sie ist auch einfach so ein wunderschönes Porträt. Ich habe von solchen Bildern gehört. Ausgezeichnet. Ich dachte nicht, dass Menschen so malen können. Ich habe wohl in Lovang einige Bilder gesehen, die von Elfen gezaubert worden sind. Sie bewegen sich tatsächlich und das sieht so. Fürstin im Grunde tritt einmal heran an das Bild. Also, ja, versucht noch so. Sie hat ja nur noch einen Arm, würde den so ein bisschen ausstrecken, aber davor zurückweichen, dann also nicht berühren. Wir müssen einen eigenen Raum für dieses Gemälde schaffen in diesem. Das werde ich gleich in Auftrag geben. Ich lasse die anderen Bilder abhängen. Mit Sonnenlicht scheint sogar. Man meint fast Praios Sonnenschein hinter dem Thron zu sehen. Wartet, bis ihr es im Licht seht. Es ist wunderbar. Und ich hätte mich eigentlich mit meinem Bruder beraten wollen, wie wir in dieser Sache mit Selindian und Rohaie verfahren, aber tatsächlich, wenn es sich so abgespielt hat, dann werde ich Rohaie unterstützen. Ein echter Gorbas.